Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Hunipop. Nachdem mein allererstes Date so ein richtiger Erfolg gewesen ist und ich mit Lola in einem schönen Eck war, wo ich eine tolle Aussicht auf die Stadt hatte, tja, kann ich mir jetzt aussuchen, was ich mache? Ich habe auf jeden Fall eine Nachricht von Q bekommen. Gucken wir doch mal, was sie will. Every date you go is gonna be more challenging than the last. If you don't improve your traits, you're gonna blow it. Trust me, you can use the Huni you earn from interacting with girls to upgrade your traits using the Traits app. Okay, das ist also offensichtlich das hier. Moment, muss ich mal kurz gucken, wo genau das war. Traits, hier. Schauen wir doch mal, was ich brauchen kann. Oh, ich brauche ganz schön viel Huni. Alter Schwede, wie viel von dem Zeug brauche ich denn da noch? Ist ja schlimm. 1500 pro. Alter. Okay. Ich rede aber nochmal mit ihr. Weil sie ist gerade irgendwie noch ansprechbar, hoffe ich mal. Ja. Ja. Wo hängst du gerne rum? Oh, what cup size you rockin? Also komm, das fragt man doch nicht. Do you prefer one season over the others? Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Das habe ich noch nie irgendwie jemanden gefragt. Aber gut, ich denke mal, das gehört zu dem Spiel. Spring, without a doubt. Everything is so colorful and alive. Okay, sie ist offensichtlich darüber glücklich. Dann reden wir nochmal mit ihr. What's cooking good looking? What's cooking good looking? Was ist denn dein Job? Also ich würde mal stark vermuten, angesichts dieser Uniform ist sie irgendwie in einem speziellen... Warte mal, sie mag Reisen, die ist bestimmt Stewardess oder irgendwie sowas. I'm glad you asked. I'm an airline stewardess. I absolutely love it. Okay. Also ich habe was über sie gelernt. Und das findet man dann... Hier, in der Stewardess. Okay, ich habe mitgekriegt, dass sie den Frühling mag und dass sie Stewardess ist. Okay. Und sie hat hier eine Collection. Sachen, die sie gut findet. Oh. Oh Gott, muss ich dir so viel Zeug schenken? Ach du Scheiße. Alter, wo soll denn die ganze Kohle herkommen? Oh. Ah, und ich... Oh, das ist ja witzig. Ich kann mir jetzt aussuchen, was sie tragen soll. Geil. Okay, ich glaube, ich mag das Stewardess-Outfit. Das andere ist jetzt auch nicht schlecht, aber, ne? Okay, Hunibi, was willst du? Pay attention on the appetite meter. A girl gets hungry standing around chatting all day. If she's hungry, check the store to see if there are any food items she might like. Okay, also ich muss sie erst abfüttern, bevor ich sie noch irgendwas fragen kann. Gucken wir doch mal. Food, was mag sie denn? Kaffee. Ja, okay, sie mag Kaffee. Bagel. Lemon. Okay, Omelette mag sie auch. Mango. Ich schenke jetzt mal ein Bagel. Bagels sind gut. Boah, ist das teuer, alter Schwede. I could have breakfast for every meal, I swear. Na, ich weiß ja nicht, ob das irgendwie so mein Ding. Yeah. Okay, was wiegst du und wie groß bist du? Ach, scheiße. Ich meine, was sie arbeitet, habe ich ja schon gefragt. Ich frage sie mal, wie groß sie ist. That's all right. I like random. I'm exactly 5'7". Okay, jetzt habe ich rausgekriegt, wie groß sie ist. Naja, ich will jetzt nicht unbedingt die Kohle schon wieder rausschmeißen, die ich jetzt bei ihr verdient habe. Ich guck mal nach dem anderen Mädel, wer auch immer das ist. Lusty's Nightclub. Okay. Also die hat offensichtlich keinen Bock mehr zu arbeiten gehabt, ist aber jetzt in den Nachtclub gegangen. Okay. Alright then. Ich bin dann mal weg, Mädel. Ich gehe jetzt mal in den Nightclub. Oh Gott. Lusty's Night. Oh, yes. Audrey, can we leave now? Calm down, Nick. We just got here. Just got here? We've been here for at least an hour. Don't be such a downer. Loosen up a little. I'll buy you a drink. What do you want? I don't want anything. I'm not even old enough to drink. I don't care. Okay. Oh my god. Why do you do this every fucking time? Can't you just like chill out for once? I don't know. Have fun?
This isn't fun. Everybody here is a complete douchebag. I told you I didn't want to come here and you dragged me anyway. Just like last time. Because you can't just sit in your room all day! You need to fucking exist or something! I don't sit in my room all day. Whatever! Go! Leave! Bye! Oh shit! I was afraid we might run into one of these. Doesn't look like she's a big fan of people. But your weirdness might actually pay off here. I never thought I'd say this to you, but just be yourself? What? Na super, also offensichtlich ist mein alter Ego irgendwie jemand, der auch nicht so wirklich gern ausgeht oder so. Hey, your friend seems interesting. You look like you'd rather be anywhere else. Ich glaube, du möchtest lieber woanders sein. No shit. What gave it away? Huch. Ich verstehe deinen Schmerz. Ist auch nicht mein Ding hier. Okay, so why are you here exactly? Sorry, but can you leave me alone? There's plenty of other girls here for you to talk to. Ich ertrag die anderen Weiber nicht, jetzt rede ich lieber mit ihr. Look, I see what you're trying to do, but I'm not interested, okay? Don't beat yourself up over it. She was a lost cause to begin with. Plenty of fish in the sea. Let's see, how about... Wait, is she coming back over here? This ought to be interesting. Hey, you know what? It's Nikki. My name. Maybe I was a little bit quick to judge. Force of habit. I'm normally not the type of girl that, like, talks to people or whatever. But I guess you can keep me company until my friend is ready to go. Okay. Also, sie hat jetzt hier noch ordentlich Futter drin, das heißt, ich kann mit ihr reden. Was mag sie denn so? Talent findet sie gut, Sexuality findet sie scheiße. Okay, sie mag Gaming. Okay. Artist-Kram mag sie und Aquarium-Zeug und Candy und Dessert und sie mag Bier. Okay. Alles andere wissen wir noch nicht. Ich glaube, ich hole dir erstmal ein Bier. Komm, Mädchen, werd mal locker. Wo ist denn hier das Bier? Ich kaufe mir mal ein Bierchen. Hier, komm, Mädchen. Bier. Oh, I mean, you didn't have to get me anything. Kein Problem. Ich hol dir gerne noch mehr Bier. Bier gibt's nicht mehr. Scheiße, egal. Lass uns mal reden. I don't mean to pry or anything, but I've gotta ask. Would you consider yourself a liberal or a conservative person? Ich denke mal, sie mag Sexualität nicht, deswegen mache ich mal lieber konservativ. What? No, you're bullshitting me. Oh, okay, das war es offensichtlich nicht. Gott, ich bin so schlecht in diesen Sachen. Is it cool if I ask you something? I've been thinking. Is there anything in your past that you're too ashamed to tell anyone? Oh Gott. Ich glaube, es gibt schon irgendwie... Okay. Alter, wir können doch nicht über jeden Scheiß reden. Okay. Ich hol dir erstmal was Schokolade. Gott, du bist auch ganz schön teuer, Mädchen. Boah. Hier. Well, I'm not gonna turn down free candy. Puh. Du bist echt schwierig zu managen, Mädchen. Anything you wanna talk about? Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau wahrscheinlich. I hadn't really put much thought into that. Maybe like beige? Is beige a color? Okay. Also sie weiß noch nicht mal, welche Farbe sie gut findet. Okay. So. Yeah. Okay, dann sag mir doch mal deinen Nachnamen, bitte. It's fine. That's just how guys are. It's Anne Marie. Nikki Anne Marie. Okay. Also sie heißt Nikki Anne Marie. Was ist denn das für ein komischer Nachname?
Okay. Egal. Weißt du was? Wir gehen jetzt auf ein Date. Hopp. You really want to go out with me? Ja. All right. Oh Gott. Also, sie mag Talent und Sexuality findet sie scheiße. Das darf ich nicht vergessen. This isn't What? Usually my sort of scene, but I'll admit it's kinda nice. Also, du gehst in den Nachtclub mit einem Pyjama? Alter Schwede, ich krieg die Krise. Was habe ich mir denn da jetzt schon wieder angelacht? Oh Gott. So, kümmern wir uns mal um ein bisschen Passion. Passion ist immer gut. Extra Züge auch. Mehr Passion, jawohl. Talent! Muhaha. Sehr gut. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier Sentiment zusammenkriege irgendwie. Sonst wird das hier nämlich eine ziemlich fiese Nummer. Okay. Mensch, Talent liegt jetzt auch wieder so ziemlich doof rum hier. Gott, oh Gott. Das ist echt tricky teilweise hier. Probieren wir es mal hier mit. Ja. Buja. Schon besser. Nur mein Sentiment-Problem wird jetzt nicht gerade geringer. Ich habe auch nicht mehr so arg viele Züge. Ah, fuck. Sexualität findet sie doof. Aber damit könnte ich zumindest schon mal ein bisschen freiräumen. Na komm, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Ich kriege hier nur kein Sentiment zusammen. Das ist echt doof. Alter, dieses Spiel hasst mich doch. Okay. Mehr Sentiment, das ist schon mal gut. Jetzt muss ich nur noch das hier mit den Zügen hinkriegen. Gott, ich habe ja schon fast keine Moves mehr hier. Alter, nicht gut. Mehr Passion? Ah, mehr Moves. Gut. So, wo ist denn das Sentiment? Ah, hier, warte mal. So, und jetzt mal ab mit diesen blöden Broken Heart-Dingern, weg damit. That's awfully nice of you. Okay. Ja, Mädchen, ich finde dich gut. 9 Züge. Boah, das wird echt eng. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Ich bräuchte echt mal dringend irgendwie ein paar extra Züge. Ich krieg das hier nicht mehr hin. Das ist echt scheiße, Mensch. Ah, da war was. Nur das Talent mag jetzt mal wieder nicht so, wie es soll. Hier so reinschieben geht. Ah, warte mal, das geht hier. Boah, aber wieder keine Züge. So scheiße. Scheißendrecken. Ah, das ist echt überraschend herausfordernd. Ich hätte es nicht gedacht. Ja, nee, das wird jetzt hier blöd.
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Oh, nice. Okay, ja, jetzt habe ich nur noch einen Zug übrig. Ah, fuck. Don't like this. So wenig Talent und so. Das war's. I'm such an idiot for thinking this was gonna go any other way. Ja, sorry Mädchen, aber ne? Ich hab mich bemüht. Tut mir echt leid. Ich hab so viel Geld für dich ausgegeben. I want to ask you about something we talked about before. Mhm. My last name is pretty easy. You can't really forget it. Unless... Oh my god, did you? What? Nee, natürlich nicht. Anne-Marie. Nope. Wait, no. That's actually right. Wow. Alter, Mädchen, was denkst du von mir? Hallo? Okay, ich glaube, ich werde mir jetzt aber endlich mal so irgendwie einen Trade kaufen. Wie wär's mit... Puh, okay, was nehme ich denn da jetzt als allererstes? Das ist echt schwierig. Power Tokens, Multiply, bla. Boah, Alter. Ach, ich nehme jetzt einfach mal. Romance Tokens, was soll's. Für irgendwas muss man es ja ausgeben. So. Ich könnte mit dir noch ein bisschen reden. Wie wär's? Hard Candies. Nee, das reicht alles nicht mehr hier. Aber ich mach dich damit ja nicht irgendwie, ne? Das ist so ein bisschen doof. Retro-Controller. Okay. Ach, ich glaube, darauf steht sie. I'm so fucking hungry. Like starving. What? Okay. Also doch mal Herz-Candies. Sweet. So hier. Oh shit, my collection is missing this. You're giving this to me? Ja, schon. Aber irgendwie gibt's jetzt hier nichts mehr, was ich hier in die Hand drücken könnte. Alles andere findet sie wahrscheinlich doof. Okay, dann gucke ich doch mal, ob ich noch ein anderes Mädchen finde. Diese komische Tussi da, die so richtig schlecht drauf war. Also, die war schon so ein bisschen zickig. Ah, warte mal, was ist denn hier? Know how to use booze to your advantage. Usually girls will only drink at night when they're out. But the more hammered she is, the more hoony you'll earn by talking with her or giving her gifts. Okay, also je mehr ich sie besoffen mache, desto eher freut sie sich dann über Geschenke. Aha. Yeah. Okay, Leute. Ich gehe mal zu der anderen da. Okay, cool. Maybe I'll see you tomorrow. Mann, unser Date war echt mies. What the fuck? Of course you screwed it up. Again? That's exactly what you asked for. Are you joking? Bitch, do I look like I'm joking? How am I supposed to rock around like this? You're fucking loco! This is how I always cut your nasty-ass hair! Nasty-ass hair? Ugh! Don't even! Look who's talking, skank! No, bitch! My hair isn't dried out and reeking of smoke, okay? Whatever, ho. Why don't you go get knocked up again? You need to turn around and walk away. What's wrong? Did I hurt your whore feelings? Turn around and walk away. Gladly. At least I won't have to look at your whore face anymore. Okay. Fucking whore-ass bitch needs to learn. Ooh, she's a little feisty one, huh? This
is what we refer to as a mega bitch. Confidence is key here. She has to know you're in charge and her bullshit isn't going to faze you. So whatever you do, just stay cool. Can you move, please? You're kind of in my way. Okay. Also, wir werden jetzt hier nicht den romantischen Ansatz wählen, sondern, hey, ich hab dich noch nicht fertig angeguckt. What are you even doing at the mall anyway? Besides creeping on girls. Okay. I need to pick up some condoms for our date tonight. Alter Schwede. Okay, ich nehme das mit den Kondomen. Das ist so frech. Entweder findet sie das richtig gut oder richtig scheiße. Schauen wir mal. Is that so? Well, you're going to have to do a lot better than that. Sorry. But you did put in effort, I guess. And you are kind of cute. I'll tell you what. If you're lucky, maybe we can go get high sometime. You down? Oh, ich nehme mal das hier. Nice. Name's Audrey. Get at me if you want to make things crazy. Now, if you don't mind, could you get the fuck out of my way? Okay. Madame. Mag Flirts. Romance findet sie blöd. Unique Gift Type. Narcotics. Okay, das ist die, für die man dann offensichtlich die Zigaretten kaufen kann oder so. Rave. Toys, Aquarium, Junkfood, Fruit. Hohe Alkoholtoleranz. Und sie mag Daiquiris. Okay. Meine Herren, was bist denn du für eine Tussi? Okay. Lass uns doch einfach mal reden. Ja, out with it. Was ist dein Nachname, genau? Bellrose. Happy? Total. If you're gonna ask, just ask. Okay, was arbeitest du? Work? Bitch, I'm already going to school. What the fuck do you expect? Okay. Also sie ist Studentin, Schülerin, Student. Okay. Okay. Also, oh, hier oben ist noch eine Nachricht. Mal gucken. Look, it's me. I was about to board a plane for my morning shift. I forget what city. This is from Washington, maybe. View photo. Die schickt mir Fotos. Oh la la. Welche Airline hat denn bitte so einen Dress für ihre Stewardessen? Alter Schwede. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, du kannst mir mehr Fotos schicken, Mädel. Kein Thema. Puh, okay. Aber mit dem Mädel hier werde ich mich in der nächsten Folge beschäftigen. Danke, dass ihr reingeguckt habt, auch wenn das Date ein ziemlicher Fail war, aber ich krieg das hoffentlich irgendwann besser hin. Macht es gut soweit, habt noch ein paar schöne Tage und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn und tschüss!